Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nei in Topf geguckt. Heute bei... Und nun viel Spaß und guten Appetit beim Nachkochen. Ah, heute bin ich im Hohen Fichtelgebirge in Mehlmeisel bei der Frau Höss und ihrer Familie mit Nei in Topf geguckt. Und heute kochen wir ein typisches Gericht aus dem Fichtelgebirge. Stingel mit Schweinebauch und Bockniknirler. Stingel, das ist ein Gemüsegericht, das Frau Höss zubereiten wird aus Kohlrabi und Mohrrüben. Bockniknirler ist ein Kartoffelgericht. Und dazu gibt es einen Schweinebauch. Eine kurze Information noch zur Familie Höss. Es ist ein Bäckereibetrieb mit Landwirtschaft in vierter Generation. Hier im Hohen Fichtelgebirge, und Mehlmeisel ist da ein ganz besonderer Ort. Es gibt nämlich bis heute in Mehlmeisel 3 Bäckereien und 3 Metzgereien. Ja. Wird wenig Orte dieser Größenordnung. Wie viele Einwohner hat Mehlmeisel, Frau Höss? 1500. Wenig Orte mit 1500 Einwohnern geben, mit dieser Dichte an Bäckereien und Metzgereien. Und ich habe es auch selten angetroffen, dass neben einer Bäckerei, die ja schon an sich ein fordernder Handwerksbetrieb ist, noch eine Landwirtschaft mit 20 Milchkühen, Ackerbaubetrieb betrieben wird. Und vielen Dank, liebe Frau Höss, dass wir heute dieses traditionelle Gericht aus dem Fichtelgebirge einmal gemeinsam kochen können. So, und jetzt müssen die Karotten und die Kohlraben... Wie sagt man in Mundart im Fichtelgebirge zu Kohlrabi? Kohlrabi ist eigentlich, Kohlrabi. Gibt eigentlich keinen anderen Namen. Also ganz früher wurden ja die Stingel von Dorschen gemacht. Dorschen, ich jawohl. Ich wollte eigentlich noch einen besorgen, aber das war mir jetzt ein bisschen zu kurz. Dorschen ist eine Rübe, ne? Ist eine Rübe, aber eine besondere Rübe, die man eben zum Kochen benutzen kann, ne? Ja. Und es gibt auch heute noch Leute, die noch Dorschen haben, die noch welche stecken. Und die machen die Kohlrabi noch von Dorschen. Aber der Dorschen ist halt ein bisschen, der ist halt ein bisschen kräftiger im Geschmack. Im Geschmack. Ist es halt so, ja. Den hat halt nicht jeder. Und die Kohlrabi sind halt immer jederzeit verfügbar. Und deshalb ist es halt so, dass das heute zum größten Teil von die Kohlrabi gemacht wird. Also man kann es mit Kohlrabi machen, ja. Und mit den Dorschen, das ist eine bestimmte Rübenart, genau. Die es auch heute noch im Fichtelgebirge gibt. Teilweise noch gibt, ja, es gibt noch Leute, die noch welche haben. So, die gelben Rüben und die Kohlrabi haben wir geschält, ja. Und jetzt werden sie gehobelt. Da kann man sich natürlich heute einer schönen, modernen Haushaltsmaschine bedienen, aber... Mit dem alten, schönen Edelstahlhobel kann man das genauso machen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das hinbringe, ohne mir die Finger zu verletzen. Genau. So, ich lege es ein bisschen schräg. Genau, das ist und dann ein bisschen Stabilität. Ja, die Frau Höss hält mit. Ja. So, und dann geht es wunderbar. Immer aufpassen, Finger weg. Ne? Man kann es auch ein wenig drehen so. Genau. Und dann merkt man, geht es wunderbar. So, du musst noch ein bisschen drehen. So, aber bevor sie zu klein werden, würde ich sagen, Frau Höss, lassen wir das dann in die schöne Küchenmaschine rein. So, man sieht, mit der modernen Haushaltsmaschine geht es schneller, aber wer eine solche Maschine nicht hat, kann es mit dem Hobel genauso machen. Wir haben fertig gerieben, man sieht, mit der Handreibe wird es feiner, aber die Frau Höss sagt zu Recht, es hat es jetzt bewusst grober eingestellt, genau. Damit, wenn das jetzt gekocht wird, es mehr Biss hat. Ist ein bisschen mehr, ja. Sonst, wenn es so sehr fein ist, dann ist es auch, ja, es ist einfach ein bisschen mehr Biss dann. Ne? Jawohl.
Das kommt jetzt in den Topf. Das kippen wir jetzt einfach in den Topf. Da kommt auch nichts anderes rein. Nein. Also wir kippen es einfach in den großen Topf. Ja. Wir nehmen das Feingeriebene auch dazu, es wäre ja schade. So. So, jawohl. So, und das Feine dazu. Und da kommt jetzt Gemüsebrühe drauf oder Fleischbrühe? Gemüsebrühe oder Fleisch, also ich nehme immer Fleischbrühe. Jawohl, die ist schon aufgelöst in Wasser. Ein bisschen aufgelöst, genau. Jawohl, das kommt jetzt oben drauf. Ja, das kippen wir jetzt einfach drüber. So, die Fleischbrühe auf das gehobelte Gemüse drauf. Genau. Und jetzt kommt... Jetzt geben wir 2 Esslöffel Essig dazu. Ist das egal, welcher Essig? Ach ja, so einen ganz normalen weinwürzigen Essig. Also Sie haben jetzt einen Rotweinessig genommen? Nee, das ist weinwürziger Essig. Ach, der Altmeister, ganz genau. Normaler, ja. Und an Gewürzen? Und an Gewürzen kommt jetzt bloß noch ein bisschen Kümmel dazu. Jawohl. Einfach so ein bisschen. Und ja? Salz, Pfeffer braucht man nicht Salz, Pfeffer, das durch die Fleischbrühe? Ja, genau. Und Salz, Pfeffer brauchen wir jetzt fürs Fleisch dann. So. Und das wird jetzt... Das lassen wir jetzt einmal hochkochen und dann schalten wir es zurück und lassen es so circa 1,5 Stunden leicht köcheln auf kleinster Stufe. Wunderbar. Fertig gemacht. Jetzt würzen wir den Schweinebauch einfach mit Salz und Pfeffer. Einfach mit Salz und Pfeffer. Jawohl. Machen wir mal. Sehr schön. Das können wir jetzt gleich oben drauflegen. Und das wird dann oben draufgelegt und mit dem Gemüse zusammengekocht. Genau. Während unser Gemüse mit dem Schweinebauch kocht, stellen wir Kartoffeln. Man merkt, die Frau Höss ist geübter wie ich, bei der geht es ruckzuck. Ich muss mich konzentrieren, dass sie mich nicht schneit. In der Oberpfalz und in diesem Teil des Fichtelgebirges heißen die Kartoffeln Erdäpfel. Erdäpfel, genau. Na? Hier sind es die Erdäpfel. Das irgendwo kommt irgendwie von der Erde, weil es in der Erde sind. Genau, ne? Ja. Und die schälen wir jetzt. Und dann werden sie auch gerieben für die Backmehler. Genau. So, man sieht inzwischen, nachdem wir die Kartoffeln geschält haben, kocht es hier schon wunderbar. Jetzt drehen wir den einmal um. Na, man sieht, oben ist er schon ein bisschen angegart. Jetzt drehen wir ihn einfach um. Jawohl. Also das Ganze wird gut. Wir haben es jetzt auch ein bisschen zurückgeschalten, ne? Ja, genau. Und jetzt lassen wir so 1,5 Stunden köcheln. 1,5 Stunden ja. Köcheln. Man sieht, die Familie Höss wohnt in wunderbarer Natur. Direkt unterhalb vom Klausenlift, vom Bayreuther Haus. Dieses Jahr war eine gute Schneesaison. Ist gegangen, ja, gell? Das ist schon normal. Wir hatten 60 Fahrtage. Ja, ja. Ja, es ging. Rauswärts war es dann ziemlich gut noch, ja. Ja, richtig. Also das Milchvieh für Glicknein-Stall, sagt man, bei Ihnen auch, gell? Genau. Jawohl. Also eine wunderbare Idylle hier im hohen Fichtelgebirge. Bäckerei, Landwirtschaft. Aber steckt natürlich viel Arbeit dahinter, ne? Das sieht man aber nicht. Das sieht man nicht, ne. Richtig. Sehr schön. Also wir sind auch seit über 60 Jahren im Milchleistungsbetrieb und wir hatten auch schon Jahre, 2010 zum Beispiel, hatten wir 10.500 Kilogramm Stallluft. Toll. An dritter Stelle in Bayern. Also richtiger leistungsfähiger Milchviehbetrieb. Allerdings unter der Gruppierung bis 25 Kühe. Dann jawohl. Ist wieder eine andere Gruppierung. Sehr gut. Aber unsere normale Leistung, jetzt haben wir ungefähr so 9.500 Kilogramm Stalldurchschnitt. Ja, sind wir schon zufrieden. Sehr schön. Und wir kochen jetzt wieder weiter. Ja. So, wir können mal wieder einen Blick in unser wunderbares Gemüse werfen. Also man merkt, es ist alles schon schön eingekocht. Das Fleisch gewinnt an schöner Farbe. Und das Ganze, wenn Sie es riechen könnten, ist wunderbar. So, und jetzt kommen wir an die Kartoffeln. Das ist noch eine alte Reibe. Ne? Das ist noch ein altes Reibeeisen. Ein altes Reibeeisen. Und das sind Ihre eigenen Kartoffeln. Das sind die eigenen Kartoffeln, die bauen Sie selber an für den Eigengebrauch. Genau. Und da muss ich sagen, traue ich mich nicht dran. Jetzt zeigen Sie mal, wie man früher gerieben hat. Wir werden es mit der Maschine machen. Aber genau. Früher wurde das auf einen Stuhl gestellt, damit man das dann so und praktisch in den Bauch reingedrückt hat. Und dann muss man halt die Kartoffel so nehmen und die Hand flach, sonst gehen ja die Finger drauf.
Und dann reibt man das so. Aber wir werden es. Jawohl. Und so, so kommt dann raus. Das, wie es dann rauskommt. Jawohl. Aber wir werden es mit der neuen Maschine wir machen. Wir machen es jetzt wieder mit der Maschine, genau. Und weil wir es uns jetzt ein bisschen leichter machen wollen, tun wir jetzt die Kartoffeln mit der Maschine rein. Diese Kartoffeln sind fertig gerieben und jetzt kommen die hier. Auf ein Sieb. Auf ein Sieb. Damit die das Wasser schön abtropft. Kann. Sehr schön. Ja, also schöne rohe Kartoffelmasse. Genau. Und das Wasser wird tropft dann ab. Das lassen wir jetzt schön ein paar Minuten stehen. Lassen schön abtropfen. Sind wir in der Backstube der Bäckerei Höss. Vater und Sohn, also schon in der vierten Generation. Bäckerei, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, in Mehlmeißel, drei Metzgereien, drei Bäckereien. Sehr selten, schöne große Backstube. Vorne gibt es auch noch einen schönen Gemischtwarenladen, wo man wo nicht nur die Backwaren verkauft werden, sondern wo es alles, was man sonst noch braucht, den schauen wir uns auch gleich noch einmal an. Richtig. So, jetzt sind wir quasi im Bäckerladen. Man sieht, schöne große Auswahl an Backwaren und dann ein sehr schönes Geschäft, wo es sogar Obst und Gemüse gibt und allerlei andere Sachen. Also ist schon toll. Also wir haben jetzt die geriebenen Kartoffeln abtropfen lassen. Das nehmen wir jetzt ganz schön Flüssigkeit, ne? Schöne Flüssigkeit. Können wir das da schnell draufstellen? Können schon, ja. Ist ja. Die kippen wir jetzt ab. Ach, und das, was jetzt drin ist, ist die Stärke. Das schütten wir weg. Und da unten haben wir jetzt die Stärke drin. Die Stärke, jawohl. Und die lassen wir jetzt drin und geben unsere Reibe drauf. Das rutscht schön raus. Ja. Wunderbar. Jetzt nehmen wir die Eier rein. Die Eier müssen wir nicht trennen. Nein, die kommen ganz rein. So. Dann geben wir dazu eine schöne Prise Salz. Also da mache ich jetzt schon so. Ordentlich Salz. Für die Kartoffeln braucht man das schon. Ja. Und dann ein kleines bisschen Mehl. Ein bisschen Mehl macht man deshalb rein. Das macht ein bisschen, bindet ein bisschen das Wasser, damit es im Fett dann nicht ganz so spritzt. Das dürfen Sie jetzt unterrühren. So, und jetzt einfach untereinander rühren. Schauen wir mal wieder nach unserem Fleisch und nach dem Gemüse, das nach dem Stingel. Wenn man reinsticht, schon ein bisschen merken, dass es schon weich wird. Ja, sehr, sehr weich, sehr weich. Schaut schon ganz gut aus. Sehr weich, sieht gut aus, schön weich. Und man merkt, jetzt reduziert sich auch das Gemüse nicht mehr. Das ist ganz klar. Ja, kommen wir zum letzten großen Akt, nämlich das Auspacken der backenden Knirler. Genau. Tun wir wegen Butaris. Können wir schon mehr, oder? Nein, das reicht. Das reicht. So. Schön heiß. So, schön heiß. Und jetzt heben wir es mit dem Löffel rein. Ne? Ich will das einfach so mit dem Löffel rein. So. Die lassen wir jetzt schön von beiden Seiten so schön goldgelb backen. Schauen wir mal, ob die schon ein bisschen braun sind. Ja, lassen sich schön lösen. Ui, 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 ui. Verunglückt. Verunglückt. Ja. Die Frau Höss hilft. So, jetzt schauen wir mal, dass wir es richtig schwenken. Jetzt passt's. Wunderbar. Also bräuner soll es gar nicht sein. Nein, das passt schon so. Schön, schön. Ah, lassen wir es vielleicht noch mal ein bisschen, oder? Können wir es machen, ja. Ein bisschen das Fett. So, inzwischen sind sie schon goldbraun. Müssen wir aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Jetzt nehmen wir es dann raus. Und dann nehmen wir es raus und machen die nächsten. Genau.
gleich raus, ne? Nehmen wir es gleich, wir dürfen es gerne rausnehmen, ja. Nehmen wir gleich auf die Platte drauf. Jawohl. Unser Bauch ist wunderbar durch. Ich denke schon. Ja. Hat jetzt gut gekocht. Jawohl. Meine Frau mal. Nee, kriegen wir. Sehr schön. Verkocht. Nein, das verkocht sich nicht. Ja, aber jetzt. Ist auch dann gut, wenn es ein bisschen so grob ist. Ja, ja. Nicht so ganz fein. So, aber ist fertig. Also, es ist angerichtet. Ein wunderbares Gericht aus dem Fichtelgebirge. Backnicknirler. Stingel. Und Bauch. Gutes Weißbier dazu. Dann würde ich sagen, lassen wir es uns schmecken. Prost. Prost. Ja, liebe Familie Höss, liebe Frau Höss, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein durfte und mit Ihnen einen Topf gucken durfte. Es war ein wunderbares Gericht aus dem Fichtelgebirge, das wir heute miteinander gekocht haben. Stingel mit einem schönen Bauch und Backnicknirler. Es hat auch wunderbar geschmeckt. Und wir haben es, glaube ich, so gekocht, dass jeder es gut nachkochen kann. Rezept gibt es ja immer mit. Und als kleines Dankeschön darf ich Ihnen einen Korb mit verschiedenen Kräutern. Man merkt ja, Sie leben sehr gesund, ja, wohnen in wunderbarer Natur. Und das sind Kräuter, jetzt geht es auswärts, jetzt kann man die draußen einpflanzen. Ja. Und dass Sie viel Freude haben. Und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen einen Topf gucken durfte. Bitte schön. Alles Gute. Danke.